Liebe Waris, willkommen zu einer unheimlichen Halloween-Show von Johannes F. Saxity. Ja, na, habt ihr euch heute
auch schon so gegruselt wie ich? Ich bin der Lord des Bösen im Internet. Wenn sich einer gruselt, dann ihr vor mir. Der schwarze Krieger. Ja? Habt ihr schon Süßes oder Saures bekommen? Wie geht's euch? Heute ist nicht nur Halloween. Nein. Heute werden wir euch das Böse austreiben. Yes. Das ist es nämlich. Ich möchte die Geister der Vergangenheit austreiben, um Platz für was Neues zu schaffen. Das ist nämlich Halloween. Ja. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Beim schwarzen Krieger Johannes F-Sexity. Und ihr seht, ich habe meine unheimliche Totenkopf-Orakel habe ich hier. Mein Totenkopf-Orakel wird euch in die Zukunft weisen. In meine Zukunft. Aber ich habe nicht nur das Totenkopf-Orakel, ich habe das Zauberschwert des Bösen, was mir die absolute Kraft gibt. Na? Thank you.
bei der Macht von Wariko. Ich habe die Zauberkraft. Ich habe die Zauberkraft. Ist es unheimlich? Ja. Wir wollen jetzt so richtig die Geister austreiben. Ja. Thank you.
Geisterschloss. Ich hoffe, ich habe euch beim Geister austreiben geholfen. Es ist unheimlich. Yes. Ich musste gerade einige böse Geister vertreiben, weil Rumgespamme in meinem Geisterchat mag ich überhaupt nicht. Kann ich heute überhaupt nicht leiden, weil wir haben nämlich Halloween. Und ihr habt alle keinen Respekt vor Halloween. Ihr könnt mir jetzt live im Warichten-Chat Fragen stellen und ich werde versuchen, wo haben wir es denn, diese Fragen so gut es geht zu beantworten. Ah, der schon wieder. Den blocke ich jetzt genauso. Leute, habt Respekt vor dem Künstler und spammt meinen Chat nicht voll. Das mag ich heute überhaupt nicht, denn ich habe sehr viel vorbereitet, um euch eine gute Halloween-Show zu geben. Und deswegen respektiert das bitte. Danke. Ja, lieber Fabian, so ist es. So machen wir das, Fabian. Fabian kriegt eine Chance vom Geisterkönig Johannes. Gerne. Hallo, lieber Kai. Na klar kannst du dem Geisterkönig Johannes Fragen stellen. Yes, natürlich. Und wie es für einen richtigen Geisterkönig. Übrigens, meine Bemalung kommt ja gar nicht rüber. Ich habe mir nämlich eine Kriegsbemalung heute gemacht. Mal sehen, ob ihr das... Ja, genau so seht ihr das erstmal. Ja, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe eine Kriegsbemalung. Ja? Der Geisterkönig. Und so, der wird jetzt auch wieder blockiert.
Es ist unglaublich. Ich muss heute blockieren ohne Ende. Es tut mir leid, aber da will jemand meine Kunstshow zerstören. Das lasse ich nicht zu. Ich habe noch, Moment, ich habe... ein echter Geisterkönig braucht auch seine Geisterkrone. King Johannes. Na, gefällt's euch? Hallo, lieber Hühnerlord. Ja, ich glaube, der Lukas hat nur deswegen mehr Zuschauer, weil die Hater sich bei dem austoben können. Bei mir haben die Hater nichts zu melden. Ich bin nicht interessant für Hater. Deswegen, aber für meine Kunst ist das heute Abend super. Ja, hallo lieber Unglücksfee, hallo lieber Musikkritik. Ja, bei mir ist sogar sehr neblig. Merkst du das? Bei mir hat der Nebel Hochkonjunktur. Das ganze Jahr hat der Nebel bei mir. Ich bin komplett im Nebel. Auch was ich sage, ist im Nebel. Alles ist im Nebel. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen mit euch live experimentieren. Ich bin nämlich ein Experimentierer. Ich liebe es, aus der Livestreaming-Show was Besonderes zu machen, dass ihr auch wirklich eine Erinnerung daran habt, dass ihr wirklich auch noch länger... Das Tolle an meinem Livestream ist nämlich, dass man den dauerhaft sehen möchte. Ja, nicht nur einmal, sondern eben für die Dauer. Ja, und deswegen machen wir schöne Sachen. Hallo, liebe Erna. Moment. Bin noch nicht zufrieden. Wo machen wir das blaue Licht hin? Ja, so. So. Nee, hier oben. Ja. Wir versuchen mal das blaue Licht hier oben. Ja. Yes. Ja, merkt ihr das? Wie Experimentieren Spaß macht. Da würde jetzt jeder Medienbeleuchter neidisch werden beim Johannes. Die studieren jahrelang und ich mache das in der Praxis, den ganzen Spaß. Ja. Hallo, lieber Otto. Ja, es gab eine Pause beim Geisterkönig, weil ich wurde leider für eine Woche blockiert vom YouTube. Eine Satire von mir wurde als Mobbing und Belästigung eingestuft. Und deswegen musste ich leider eine Woche pausieren. Stellt euch das mal vor. Ja, Mobbing und Belästigung. Da könnt ihr mal sehen. Ja, so kunstfreundlich ist Deutschland. Kunst ist Mobbing und Belästigung. Ja, könnt ihr mal sehen. Die haben Algorithmen, die funktionieren nicht. Ja, naja. So. Ja, der Geisterkönig hat ja mitbekommen, dass jetzt Twitter wieder diesen oder einen neuen Eigentümer hat. Ich bin aber der Meinung, lieber Elon Musk, du hast 40 Milliarden US-Dollar zum Fenster rausgeschmissen. Dieser Schrottladen Twitter ist keine 5 Dollar mehr wert, kann ich jetzt schon sagen. Nur noch Fake-Accounts und Battle-Bitches und sonst gar nichts mehr bei Twitter. Das ist meine Meinung. Aber viel Spaß, lieber Elon Musk, mit Twitter. Ich gehe da eh nicht mehr zurück. Ich habe auch meinen Stolz. Nachdem die mich da so oft gesperrt haben, habe ich keine Lust mehr auf Twitter. Ich werde da nie wieder was schreiben. Keine Lust mehr. So, ich habe auch meinen Stolz.
Hallo, lieber Volker Putt. Elon Musk, zieh mal deine Maske ab und sei ehrlich zu dir selber. Sage, wie es ist. Twitter ist Schrott. Da will keine Geisterseele mehr hin. Twitter ist quasi ein Friedhof geworden, wo lauter tote Seelen sich aufhalten. Das ist meine Meinung über Twitter. Das wahre Leben spielt beim Sexity. Ich war ja am Samstag wieder unterwegs in Karlsruhe. Und ich mach's heute im Stream nicht, aber ich habe eine Lolli geschenkt bekommen und ich bedanke mich bei den wahren Waris da draußen. Vielen Dank für den Lolli, aber den kann der Geisterkönig heute Abend nicht lutschen. Das passt nicht in der Sexy die Halloween Geistershow. Ja, der Lolli. Tut mir leid. Müssen wir ein andermal machen. Und ihr werdet es kaum glauben und niemand glaubt mir das. Der Geisterkönig wird tatsächlich in 3 Tagen, also 40 Jahre alt. Ist es nicht der Oberhammer? Der Johannes, der wird 40 Jahre alt und da lachen alle. Ja, allen, die ich es erzähle, die lachen. Die sagen, das kann doch gar nicht sein. Ja, du benimmst dich wie ein 18-Jähriger, noch nicht in der Schule, also noch nicht richtig in der Pubertät angekommen, aber jetzt schon 40 werden, ja. Ja, und ja, ich vermisse Elmo. Danke, lieber Volker Putt. Ich vermisse tatsächlich Elmo, ja, aber ich wollte euch sagen, ich finde es so der Hammer, ich werde 40 Jahre alt. Oh, es ist der Hammer. Ja, und das muss ich sagen, das begeistert mich immer wieder, dieses tolle hohe Alter. Und dann sich im Internet wie ein Kleinkind benehmen. Ja, das finde ich gut. Ja. Ja, ja, das ist halt eben Johannes. Es können nur ganz wenige, können das. Ja, diesen Humor haben wirklich nur ganz wenige. Und ich bin stolz, zu diesen wenigen Menschen zu gehören, die diesen Humor haben. Ja, genau. Ich habe tolle Halloween-Videos für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Mal sehen, ob ihr das schon gesehen habt. Guckt mal. Wario. Heute Abend gibt's bei Johannes F. Saxity Halloween. Habt ihr Lust, dem einsamen Wolf zu folgen? Na? Ein Wolf ist der Johannes. Ach, der will auch noch die Klarnamenpflicht machen. Danke für diese Information, lieber Musikkritik. Das wusste ich gar nicht, dass der Musk auch die Klarnamenpflicht machen will. Das ist natürlich interessant. Das wird, finde ich auch, dass es mal Pflicht wird bei diesen vielen Fake-Accounts, dass man auch weiß, mit wem man es zu tun hat im Internet. Ganz klar, natürlich, finde ich eine gute Sache, wenn es der Herr Musk macht. Ja, ihr könnt mich anrufen. Da war gerade die Frage, können wir den Johannes anrufen? Na klar könnt ihr mich anrufen. Volker Putt meint, 40 Jahre und noch nichts erreicht im Leben. Du, das finde ich gar nicht. Ich habe sogar schon sehr viel erreicht, mein Lieber. Ja. Wie kommst denn du darauf, dass ich noch gar nichts erreicht hätte? Warum habe ich für dich noch nichts erreicht, lieber Volker Putt? Ist diese Show für dich nichts? Ist diese geniale Idee, heute Abend hier zu sein und dass wir miteinander reden können, ist das gar nichts für dich?
das ganze geniale Jahr vom Sexity, der Saufstream, der Hotelstream, alles nichts, Weihnachtsstream, alles gar nichts für dich, auch Halloween heute, gruselig ein bisschen, mit dem Totenkopfschädel, nichts für dich, gar nichts. Das ist unfassbar. Mann, da kann man sehen. Ja. Ja. Also ich finde es hier spannender, ganz ehrlich. Ich finde es spannender, Halloween zu feiern, als so einen orangenen Mann anzuschauen. Ja, aber das könnt ja ihr entscheiden, was ihr machen wollt. Unglücksfee schreibt Abfall. Und das liebe ich. Ja, diese Kommentare finde ich sogar selber lustig. Obala. Nicht dran stoßen, mir ist vorhin schon der Laser runtergefallen. Der Nancy Faser, Laser, da bin ich nochmal runtergefallen. Ja. Mensch, ruf doch mal beim Geisterkönig an. Ja. Ja, so ist es. Ja, genau, der Lukas ist es und deswegen seid ihr alle bei dem. Ja, das ist ja eben so. Ach so, ja. Ich kriege Fragen zu meinem neuen Song, der heißt Blackjack. Und den habe ich am Montag präsentiert. Oder wann habe ich den präsentiert? Nein, nicht am Montag. Montag haben wir ja heute. Wann habe ich den präsentiert? Am Freitag? Den habe ich präsentiert. Ich bin komplett durcheinander. Den werde ich auch noch so online stellen, Blackjack. Und ihr wieder wie ein typischer Sexity-Song wurde ich ja mal wieder übelst kritisiert. Ja, ist unfassbar. Sexity macht einen Song und wie es wieder so ist, die ganzen Hater wuseln. Ja, sagen, finden wir scheiße. Leute, wie es immer beim Johannes ist, ihr versteht meine Kunst nicht. Ihr müsst euch länger mit Blackjack befassen. Ihr müsst den Song 100 Mal hören. Das ist kein Song, den man mal so im Vorbeigehen. Das ist typischer Sexity-Style. Den findet man am Anfang komplett scheiße, diesen Song. Und dann beim 100. Mal hören, sagt man, jetzt finde ich ihn geil. Und so müsst ihr das auch mit Blackjack machen. Wann kommt ein Song gegen Lukas Heil raus? Ja. Das ist immer so. Das ging mir damals mit dem Warichten-Song auch so. Und mittlerweile ist er für manche sogar schon Kult. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist immer das Gleiche beim Johannes. Also die Songs 1000 Mal hören und dann findet ihr es gut. Das versteht man nicht gleich. Da muss man tief rein beim Johannes, um seine Sichtweise von der Welt zu verstehen. Meine Weltanschauung. Das ist immer so. Und dann findet man es auch cool. Also nicht so, sondern erstmal hier. Auch diese Show heute Abend. Wenn man erst neu da dazukommt, dann denkt man, das ist ein komplett Verrückter hier. Was ist denn das für ein Mist? Und wenn man sich dann länger mit dem Johannes beschäftigt und dann sagt man irgendwann mal, jetzt verstehen wir ihn. Das ist wirklich ein geiler Style. Ja, so. Ja, deswegen nicht gleich, sondern länger. Also länger sich beschäftigen mit dem Johannes. Also nicht mal im Vorbeigehen, sondern länger. Danke, lieber Zwiebelcheck. Ja, JFK fragt mich die ganze Zeit das Gleiche und ich habe keine Zeit und ich mache das heute Abend nicht. Er kann mich 1000 Mal das Gleiche fragen. Er soll mal diese Show respektieren. Ich habe keine Zeit, um irgendwelche Recherchen heute Abend zu machen. Er soll mir nicht auf die Nerven gehen.
Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ich meine, JFK hat einen kompletten Dachschaden. Ja. Man muss nicht 1000 Millionen Mal das Gleiche fragen. Das macht nur ein Behinderter 1000 Millionen Mal das Gleiche fragen. So. Hallo. Mit Johannes. F-Sexity. Habt ihr Angst? Gruselt ihr euch? Läuft euch ein kalter Schauer den Rücken runter? Ja? Ja. Die Show beginnt, wenn Lukas Heil aufhört. Natürlich. Wendehalt-Sieger, Wendehalt. Nein, Grabsteinsieger. Johannes ist Grabsteinsieger 2022. Offizieller Grabsteinsieger 2022. Hm? Na? Yes! ja. Ja. Na? Wart ihr eigentlich schon draußen und habt Süßes oder Saures gekriegt? Ich gehe ja immer nur nachts raus. Ich werde nachher mal versuchen, draußen zu klingeln, um zu fragen, ob es Süßes oder Saures gibt. Ja, ich weiß es nicht, ob Süßes... gab es bei euch Süßes oder Saures? Meine Mutter ist natürlich von den Toten wieder auferstanden. Ich finde, bitte? Ich wäre ein Spargel-Tarzan. Hallo, lieber Jonathan. Ich wäre ein Wer kommt denn darauf, dass ich ein Spargel-Tarzan wäre? Ich ein Spargel-Tarzan? Das ist ja unfassbar. Ich bin wie ein Gerippe, so dünn bin ich. Ich bin ein Skelettmann. Gibt es ein Geräusch, das einen mehr auf die Nerven geht als das Quietschen von Schuhkreide? Hat Jonathan Frakes, der Commander Riker, gesagt von Raumschiff Enterprise. Finde ich aber ein wirklich cooles Zitat, weil das stimmt. Was nervt einen mehr als das Quietschen von Schuhkreide? Gar nichts. Meine Nachbarn haben mich mit Basie vom Grundstück gejagt, wo ich Süßes wollte. Nein, lieber Fabian, wo wohnst du denn? Da werde ich mal mit deinen Nachbarn aber ein ganz übles Wort reden. Da wird Sexity aber mal wirklich diesen Nachbarn aber mal die Gruselohren langziehen. Ja? Ich, der Spukmeister des Bösen, ich werde sagen, macht es noch einmal. Und euer Haus steht da nicht mehr. Vom Lachen. Ich werde so laut lachen,
dass es so in Schutt und Asche zusammenfällt. Und dann fällt das Haus so zusammen. Und dann wirst du sehen, dann wirst du, Fabian, so viel Süßes kriegen. Die werden ganze Lastwagen, Ladungen Süßes, werden die nur wegen dem Sexity. Ich bin übrigens nicht nur der Sexgott, ich bin irgendwie heute auch der Totengott, finde ich. Ja? Sexity ist der Totengott. Ja. Aber ich hätte mir eigentlich diese Kriegsbemalung wirklich sparen können, die kommt gar nicht rüber, finde ich. Also ich sehe irgendwie ganz komisch aus. Ich habe es gedacht, das würde geil wirken, aber irgendwie kommen meine Falten eigentlich sogar viel mehr raus. Findet ihr nicht auch? Ich sehe aus, wie wenn ich aus den Augen bluten würde. Ja, ich blute aus den Augen. Ja. Ja. Könnt ihr mal sehen. Ich blute aus den Augen. Das denkt, könnte man meinen, ja? Aber ist es nicht so. Ist nicht so. Ja. Weiß ich nicht, lieber Jonathan. Ist eine schlimme Beleidigung, finde ich. Also, finde ich keine schöne Sache, mich so zu nennen. Wer das macht, ist nicht nett, finde ich. Ja, keine nette Bezeichnung für den Johannes. Moment, gucke ich mal. Nö, keine nette Bezeichnung für den Johannes. Ja. Unheimlich, ja, unheimlich. Ah. So. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, das ist Hordak, richtig. Unglücksfee hat ihn erkannt, das ist Hordak. Das ist der Lehrmeister von Skeletor. Bravo! Unglücksfee. Und der ist selbst gebastelt, der Hordak. Ja, den kann man nicht kaufen, sondern das ist ein selbstgebastelter. Da könnt ihr mal sehen. Ich sage aber nicht, das ist mein Geheimnis, ob der von mir ist oder ob den mir jemand gemacht hat. Das könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Ob Johannes die Begabung hätte, den selber zu basteln oder ob er ihn geschenkt bekommen hat. Das könnt ihr eurer Fantasie überlassen. Ja. Was habt denn ihr eigentlich zu Halloween gekriegt? Sagt doch mal, habt ihr ein Geschenk gekriegt? Wer hat denn von euch ein schönes Halloween-Geschenk gekriegt? Fangt doch mal an, sagt doch mal dem Johannes, ja. Wer hat von euch schön Halloween-Geschenke gekriegt? Bei wem wart ihr denn? Ja, ja, hier. Haut doch mal die Geschenke raus. Die ich feiere unironisch nur Reformationstag und da wird nichts geschenkt. Ja. Mama war auch komplett entsetzt, dass ich so einen Quatsch mache. Die hat gesagt, bei ihr gibt's kein Halloween. Das kommt aus Amerika, das versteht sie nicht. Was soll der Scheiß? Also das hat Mama gesagt. Was soll der Scheiß? Und die hat gesagt, Johannes, was machst denn du wieder? Ja, das wird eh wieder keine Sau verstehen. Ja. Und ich habe aber gesagt, nein, ich ziehe das durch, weil ich mag diese Geisterkultur. Ja, ich habe gesagt, ich mag das, weil es auch ein tolles Thema ist, diese Gruselei. Und ja, Based Mama, sie hat mal wieder recht gehabt. Viel zu wenige Zuschauer und nur Gepöbel und Beleidigungen. Aber das liegt ja an den, ja, nicht an mir. Ja, ich bin ja ein Lieber. Ich bin ein ganz Guter. Das liegt ja an so.
Klimaprotest führt offenbar zu Verzögerungen von Rettungseinsatz. Finde ich nicht gut. Ich feiere nur die Qual, die du dein Leben nennst. Das ist Geschenk genug. Ja! Liebe Leute, ich war ja heute leider wieder krank. Und ich staune, dass ich diese tolle Show hinbekommen habe. Ja. Ich finde das sensationell, weil mir ging es heute gar nicht gut. Ich habe irgendwas habe ich wieder. Moment. Ah, wo habe ich denn mein Smartphone hin? Ach, hier. Nee, wo ist mein Smartphone? Jetzt sehe ich nicht, wo ich... Ach, hier. Ich sehe nicht, wo ich mein Smartphone hat. Ach so, ja. Tut mir leid, ich habe meinen Klingelton nicht an. So. Ach, da gibt's wieder ein Dings da. Bei Twitch gibt's einen Restream. Hallo, hier ist Johannes. Hallo, lieber Jonathan. Willkommen beim Geisterkönig. Ja, du bist beim Geisterkönig. Ja, ich wollte dich mal fragen, weil es ja Halloween hat, wenn ich so eine Geschichte so was Übersinnliches oder sowas, hast du denn sowas mal erlebt und Geister? Ja, ich hatte ja eine Übersinnliche mit Marilyn Monroe. Ja. Ich hatte übersinnlichen Sex mit Marilyn Monroe. Der Jonathan sagt, ich soll euch eine spirituelle Geschichte erzählen. Ja, die ist, wir haben Sex gehabt. Und dann kam mir tatsächlich die Idee zum deutschen Kennedy. Ohne Mist, das war wirklich so. Das war im August 2020. Ja, da kannte man mich noch gar nicht. So ist es, der Geist der Marilyn, der hat mir erstmal einen geblowt. Ja, und dann haben wir so getrieben am Stuhl. Und das Witzige ist, da ist auch was eingerissen. Ja, wo ich dann aufgewacht war, da war was kaputt an der Lehne. Ja. Weil ist eine wahre Geschichte, ich habe über ein Jahr lang gar nicht richtig im Bett geschlafen, sondern ich habe auf einer schwarzen Couch, also auf so einem Couchsessel geschlafen. Ich war komplett crazy. Ja, ich habe irgendwie ein Spleen gehabt. Ich wollte nicht im Bett liegen, ich habe immer auf einem Couchsessel geschlafen. So bekloppt muss man erstmal sein. Ja, ich hab so merkwürdige Ticks. Ja, das ist ganz merkwürdig. So ist es, ja. Und das Lustige war, in dieser übersinnlichen Nacht mit Marilyn ging der auch tatsächlich kaputt. Und ich muss wirklich mal suchen, ich habe noch ein Bild von der kaputten Lehne. Die so wie wenn irgendwelche Fingernägel die verkratzt hätten, solche langen Frauenfingernägel. Ja, ich muss wirklich mal, ohne Mist... Ich muss es mal raussuchen, das Bild. Da gibt es ein Bild davon. Wenn ich das finde, poste ich das. Das ist eine wahre Geschichte. Und diese Couch-Dings ist aber leider weg. Ja, weil wir wurden ja leider zwangsgeräumt damals und dann ging das leider weg, dieser Couchstuhl. Ja. Aber ich versuch das Foto noch zu finden. Dann mache ich das wirklich mal, das poste ich. Ja. Und ich Jonathan. Nee, wurde nicht. Nee, wurde Gott sei Dank noch nicht. Ja, ist mir auch wirklich, wirklich recht, weil da blamier ich mich ja bis auf die Knochen. Aber du, sag mal, wie geht es denn eigentlich in Florida? Da war doch so ein schweres Unwetter bei euch vor kurzem. Ah, ja, die Midterms. Ja, Trump wählen, Republikaner wählen, ja natürlich. Ja, würde ich auch wählen. Ja, toll. DeSantis heißt euer Gouverneur in Florida. Du, sag ich viele Grüße. Vielen Dank, lieber Jonathan. Viele Grüße an dich nach Florida. Ja, tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Mein lieber Freund der Florida, Jonathan. Schön. Ja, ich hatte ein übersinnliches Erlebnis mit Marilyn Monroe als Geistwesen. Ja, kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber war so. Jetzt gucke ich mal. Ich hab diese rote Farbe an den Händen und ich habe so. Ich habe so rote Farbe. Ich muss mich nachher wieder waschen. Ich habe nämlich Ticks. Ich muss alles wieder abwaschen. So. ja. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Ja, sagst du. Aber wenn du nachher die Bilder siehst.
von der Lene, da wirst du ganz schöne Augen machen, mein Lieber. Ja, wenn du diese Bilder dann mal siehst von der verkratzten Lene, dann möchte ich gerne mal wissen, was das ist außer Frauenhände. Das möchte ich mal sehen, wie du mir diese verkratzte Lene erklärst. Hm? Mein lieber Kritiker, du. So. Hier, Mr. Postman schreibt bei Twitch, an Halloween kommt der Grinch auf dem Klo geklettert und verteilt im Keller Geschenke. Keine Ahnung, was er sich denkt mit Halloween-Geschenken. Gut, ja, finde ich wirklich lustig. Der wahre Freikratie Twitch. Übrigens, herzliche Grüße! Go to Twitch! Go to Twitch! Go to Twitch! finde ich wirklich lustig. Ja, ist wirklich, ach, ist echt lustig. Ja, ich bin ein bisschen gruselig. Das stimmt. Ja, ist wirklich extrem gruselig. Ja, RIP Erna, ja, sage ich ihr. Ja, mein Gott, man ist doch auch noch nicht tot. Man kann ja immer noch mit Elektroschock, also wenn jemand verstorben ist, kann man den immer noch mit Elektroschock, dann zappelt er noch, dann lebt er noch ein bisschen. Schwarzer Humor mag ich, ja. So, ja. Paulana Johannes, tolles Arbeitslosen-Jungfrau-Kostüm. Ja, natürlich. Ja. Ja. So. Bluetooth? Nein. Es ist brutal, wer alles online ist. Ja. Das Internet, das ist komplett voll. Das sind dermaßen viele Leute, das ist ja unfassbar, ja. Die Bude ist rappelvoll heute, ja, man merkt, es ist Halloween. Ist komplett voll, der Laden. Ist ja unfassbar voll. Moment, ich will mal wissen, wie das aussieht. Ja, sieht gut aus, der Stream. Wenn ich mir jetzt überlege, sieht wirklich nicht schlecht aus. Und ich habe eine neue Kamera. Ich habe dank meinem Edelwari Nummer 1 habe ich eine neue Cam. Und ich muss sagen, die sieht wirklich gut aus. Ich finde, die sieht wirklich toll aus, die neue Cam. Aber ich sehe älter aus. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich sehe eigentlich mit der neuen Cam wirklich älter aus. Das entsetzt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es nicht so gut, dass ich so alt aussehe. Ich sehe jetzt wirklich nicht ganz so toll aus, finde ich persönlich, aber naja, gut. Ja. Ihr wolltet HD, ihr bekommt HD. Geister-HD, Spuk-HD bekommt ihr, ja, kein Problem. So. Wo haben wir denn? Jetzt schaue ich mir mal an, was der Lukas so treibt. Mann, der hockt da rum. Guckt euch mal an, wie der aussieht. Der hockt ja da hier in so einem Hemd rum. Hier, der hockt da in so einem Hemd rum, der Lukas. Der hat sich ja gar nichts für Halloween überlegt. Den guckt ihr an. Der hat sich ja gar nichts überlegt. Mensch, ich habe mich hier rausgeputzt, so als Lord, der Geisterkönig. Und der macht ja gar nichts, der Lukas. Das ist ja unverschämt, dass der so viele Zuschauer hat. Der ist ja faul wie die Nacht. Lukas, du bist faul. Streng dich doch mal an, es ist Halloween. Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben doch heute Halloween. Ja, so.
Oh, Mensch. Leute, ich darf. Das Problem ist, das Schlimme ist, ich darf über niemanden reden. Über jeden, den ich jetzt, ich hab so interessante menschliche Kontakte. Und das Schlimme ist, ich darf nicht öffentlich reden, ich darf nicht öffentlich reden, ich darf nicht öffentlich reden. Ja, jeder ist böse, wenn ich öffentlich rede. Ja, was soll ich denn machen? Auch die Frauen sind immer sauer, wenn ich öffentlich rede. Was soll ich denn machen? Jede Bekanntschaft, die ich mache, Johannes, sage nichts, tue nichts, mache nichts, immer. Ja, ist ein riesiges Problem für den Geisterkönig. Ich möchte mir gerne so die Seele wünschen von der Dame, ja, die da auch so rumspukt, und dann sage ich mir nur, ja, wenn ich mit dir nicht reden darf, darf ich vielleicht mit deiner Seele reden, mit deiner Geistseele oder die öffentlich erwähnen, ja, vielleicht wäre das mal eine Idee. Ja, es ist so schwierig, man darf nicht sagen, man darf nicht sagen, man darf nicht sagen, ja, es ist so schlimm. Man darf nicht sagen, man darf nicht sagen, man darf nicht sagen. Ich werde ja auch ständig gefilmt. Hier, das müsst ihr euch mal wirklich geben, was es da gibt bei, wo war es denn? Hier, das war bei Twitter, das hat der Harald gemacht. Kennt ihr den Harald? Harald der Dritte heißt der. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Wir machen das gleich. Hallo, hier ist der Geisterkönig. Hallo, lieber Elmo. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Ja, und? Gefällt dir die Geistershow? Ja, das weiß ich doch. Weil du kannst nur das eine. Ja. Aber was sagst denn du? Was sagst denn du über meine Stimme? Macht die dir Angst? Die Geisterstimme macht dir Angst. Die Dämonenstimme. Kennst du den Skeletor? Kennst du den Skeletor, den Herr des Bösen? Den habe ich synchronisiert, den Skeletor. Und das ist Hordak. Sein Lehrmeister. Ja. So, jetzt gehst du wieder schön unter deine Grabplatte und lass mal den Herr des Bösen weitermachen. Okay? Ja, das weiß ich doch. Tschüss. Schönen Abend. Ja. Johannes wieder besoffen vor der Cam, sagt mir, dass er nüchtern ist. Ja, genau. Nee, aber ich wollte es kurz mal vom Harald erzählen. Wo war denn der Harald? Hier! Ja! Ah, wieder ein Anrufer. Hallo, hier ist Johannes. Hallo? 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 Nö, egal. So, hier. Nee, machen wir jetzt nicht. Schaut euch das mal an. Hier. Das soll ich sein. Und dann hat man hier meine Bewegungen als unscharf. Ja, ich mach's mal größer. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Ja. So. Schaut mal. Hier hätte man meine Bewegungen als unscharf. Ja, auf alle Fälle hätte man hier meine Bewegungen. Also, ich wurde gefilmt am Samstagabend, aber das ist schon länger her in Karlsruhe. Und dann hätte man eine Grafik gemacht von allen meinen Bewegungen. Und dann hat man konstruiert, was ich angeblich gemacht habe. Also, wenn ich an einer Straßenecke gestanden bin, dann hätte ich angeblich so und so. Leute, das ist komplett krank. Das ist wirklich Nachstellung in allerschlimmster Form hier. Und dieser Pfeilmann, dieser schwarze Mann bin immer ich. Nachstellung, Nachstellung, Nachstellung. Leute, ihr stellt mir ja nach. Wisst ihr das eigentlich? Ja, ist unfassbar.
Ich kann euch nur erzählen, das ist in der Realität ganz anders, wie ihr meint. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja. Ich muss jetzt öffentlich was sagen. Ich habe sogar Fans, also letzten Samstag habe ich jemanden kennengelernt, einen Fan, der war 17, eine junge Dame. Ja. Oh. Hallo, hier ist Johannes. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine junge Dame, die ist 17 und die wird am 20. November 18, jetzt in 2 Wochen ist es, 3 Wochen. Die ist mein Fan. Ich sag, der Sexy, die ist so toll. Was soll denn da so ein alter Mann wie ich dann machen? Ja. Wenn er so junge Fans hat, ja, ist es wirklich problematisch. Ja. Oh. Ist mir wirklich peinlich, dass so ein alter Mann wie ich so Groupies hat. Das ist mir echt unangenehm. Oh. Ja. Es ist echt unheimlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin schon so alt. Und die jungen Dinger sind so, oh, der Johannes, der ist so toll. Oh, das macht mir echt Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, ich rufe euch am 3. November zu meinem Fantreffen auf. Ja klar, ich bin um 3.33 Uhr am Karlsruher Marktplatz. 3.33 Uhr nachmittags. Und ich weiß, dass der ein oder andere oder sehr viel von euch leider arbeiten müssen. Und es ist während der Woche. Aber ich habe halt eben während der Woche Geburtstag. Und ich feiere nicht am Samstag, weil da habe ich keinen Geburtstag. Ja, ich feiere. Also wenn jemand kommen kann, ist gut. Und wenn niemand kommt, ist doch auch nicht schlimm. Ja, aber ich feiere halt am 3. November meinen 40. Und ich überlege mir am Abend, vielleicht gibt es noch einen kleinen Sonderstream. Das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem, dass ich dann am Abend, weil ich habe heute ein Geschenk gekriegt. Ihr könnt es euch kaum glauben. Irgendwie hat der Johannes irgendwie doch ein paar kleine Fans. Und die haben mir ein schönes Geschenk gegeben. Und das Unboxing, das mache ich natürlich am 3. Ist doch klar, das kann ich ja nicht heute machen. Das wäre ja auch nicht richtig, weil heute ist ja Halloween. Und was soll ich denn da? Ja, das mache ich dann. Aber ihr könnt euch vorstellen, und einen Tag später kannst du nicht, fragt Buffy the Cat, einen Tag später, ja, aber da ist auch nicht mein Geburtstag, das ist am 4. November, da habe ich auch nicht Geburtstag. Ich habe nur am 3. November Dings da. Gell. Ich muss es dann machen, wenn ich hab, und nicht dann, wenn ich gerne wollte. Bitte? Geht raus und auf die weiße Seite der Macht? Fanwand? Verstehe ich nicht. Ja, ich brauche ja fast sogar einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss, um eure Kampf der industriellen Revolution. Leute, wird das hier ein wissenschaftlicher Fachvortrag? Das ist mir zu hoch. Kampf der wissenschaftlichen Revolution. Bitte? Das ist ja alles ein bisschen unheimlich. So. Das.
Ha, ich liebe diese Ruhe, ihr auch? Dampf gegen Space Laser. Den Space Laser, den habe ich hier im Totenkopf drin. Wollt ihr mal den Space Laser? Moment, man kann den Totenkopf, kann man hier so hochklappen. Und da ist der Space Laser drin, seht ihr das? Ja. Johannes hat keine Kosten und Mühe gescheut. So. Na, das ist Kunst. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Kunst.
habt ihr euch wieder gegruselt? Ich bin der Gruselmaster. Ich bin derjenige, der am meisten allen Angst machen kann. Niemand kann mehr Angst machen wie ich. Seht ihr das? Johannes ist der Skelettmaster. Und da bin ich auch stolz drauf. Könnt ihr euch das mal geben? Manchmal frage ich mich, ob es Drogen sind oder nur zu wenig Luft bei der Geburt war. Nö, ist alles Kunst, mein Lieber. Das versteht halt nur halt niemand, weil alle sind so... Genialität wird nie verstanden, mein Lieber. So, wer ist denn die Alte? Da präsentiert sich so eine Alte mit dicken Hupen. Das finde ich ja auch wieder so nervig. Frauen präsentieren dicke Hupen und haben wieder 5000 Klicks von so Sims. Ja, das braucht der Johannes gar nicht. Ja, so. Ich mag auch so gerne diese Typen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Diese Typen, die so, sagen wir es mal so, sitzen, ja, und dann immer so den hier machen. Und dann gucken die so den Chat an. Kennt ihr einen, der so guckt? Ich sage jetzt keinen Namen. Ihr wisst, wen ich meine, ja, die gucken den Chat so an. Das ist total. So, gibt's alles. Gibt's total crazy Typen. Lukas, eine Woche Streamverbot, es reicht. Lukas, lösch deine Videos, eine Woche Streamverbot. Unfassbar, was der wieder ins Internet scheißt. Nur Müll. Absolut Müll. Lukas kriegt von mir eine Woche Streamverbot. Kompletter Müll, was der hier wieder loslässt. Ich glaube auch, dass Lukas besoffen ist. Lass keinen Betrunkenen streamen. Will nur am Rande mal sagen. Mal schauen. Was ich die Kommentare von dem anschaut. Star Trek. Der hat nur Star Trek. Das ist unfassbar. Der hat ja gar nichts. So, den haben wir abgefrühstückt. Wen haben wir noch? Ich schau mal gerade, wer. So, Moment. Dann gucken wir mal die Konkurrenz an. Ja, finde ich ganz cool. Gibt's coole Sachen? Finde ich cool. Leute! Wieso kriegt der Sexity keine Reactions? Hey, Hank Luce! Hey, mach doch mal Reaction! Oder wie hieß denn der, wo ich auch schon gekommen bin? Der Altschauerberger Musikchor! Hey, mach doch mal Reaction! Der Rainer ist nicht mehr da! Kannst du doch mal hier Reaction machen, eine Reaction haben! Hat mir nämlich gefallen, Reaction! Reactions sind cool. So, Dille, haben wir uns auch geklärt. Oh, Liebezeit. Oh ja, ein Anrufer. War es denn jetzt für heute oder kommt er noch was? Wer ist denn da? Ja, kommt er jetzt noch was oder nicht? Ja, das weiß ich doch nicht, was da noch kommt. Ja. Wir klappen jetzt den Klodeckel, den Grabdeckel zu und dann ist bald wieder Feierabend, mein Lieber. Ja, gell, mach mal. Schönen Abend, tschüssi. So, da hat einer gesagt, ich soll den Klodeckel zumachen. Es würde stinken. So. Oh, liebe Zeit. Oh. Ich kriege Bilder von fetten Damen, die ihre wunderschöne Schönheit präsentieren. Liebe Damen, auch wenn Sie ein bisschen fetter sind,
Ich freue mich auf Ihre Schönheit, aber nicht heute Abend. Ich will noch was essen. Ja? Oh, unfassbar. Unfassbar. Die Damen sind unglaublich, was die sich da so, aber Selbstvertrauen haben sie. Am Rande mal bemerkt. Ich reime Rennsport auf Endsport. Ja. Reimsport auf Endsport. Endsport auf Reimsport. Johannes muss langsam Schluss machen. Er will noch Sex auf dem Friedhof haben. so. Nur Spaß. Spasse, Spasse. Moment. Wo war der denn? Da hat einer dem Gruselmeister noch eine Frage gestellt. Wo war denn diese Frage? Wo war denn diese Frage beim Gruselmeister? Wer ist denn das? Da war so einer. Ist es dieser Kutter? Kutterfreund, da war so einer mit so einer Maske. Wer ist denn das? War das dieser Kuttermann? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wisst ihr, wer das ist? Wer ist denn das? Moment, machen wir mal größer. Wer ist das? Wer ist das? Kennt ihr den? Wer ist das? Wer ist das? Der ist gut gemacht. Wer ist das? Sieht gut aus, finde ich. Gut gemacht, mein Lieber. Gute Maske. Ist dir wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ich habe Twitter gekauft. Ich habe auch Twitter gekauft, deswegen komme ich so zum Lachen. Weil ich habe Twitter gekauft. Der Joker ist nichts gegen mich. So, so lacht Elon Musk, nachdem er Twitter gekauft hat. Hm? Freut ihr euch auch so auf Halloween wie ich? Ja, natürlich. Yes. Ich habe mich sogar nicht nur gefreut mit euch. Für mich war es eine große Ehre, Halloween mit euch gemeinsam zu verbringen. Denn ich bin nicht umsonst der Geisterkönig. Ich war es immer und ich werde es auch immer sein. Der Lord der Finsternis. Der unheimliche schwarze Krieger.
Derjenige, der vor dem ihr Angst habt, weil er so unheimlich ist. Derjenige, der wirklich gruselig ist. Derjenige, vor dem ihr Angst habt, weil er euch ängstigt. Geisterstunde! Halloween! Geisterstunde! Wir sehen uns wieder am 3. November. Wir sehen uns am Friedhof. Bis bald.